Zu Gast sind heute Ilse und Bodo. Sind Bodo und Ilse. Sie sind also ein glückliches Paar. Wie lange schon? Seit fast 14 Jahren. Sie sind seit 14 Jahren verheiratet? Ich war verheiratet, aber nicht mit Bodo. Wie sollen wir das verstehen? Ilse war schon verheiratet, als wir einander begegneten. Ich habe mich sofort in sie verliebt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Aber ich wollte meinem Mann nicht wehtun. 14 Jahre heimliche Liebe. Wie hält man das aus? Ja, das ist nicht immer einfach, aber es war auch spannend. Ich glaube, das gehört seiner großen Liebe dazu, dass sie spannend bleibt. Wäre es nicht trotzdem fairer gewesen, Ilses Mann die Wahrheit zu sagen? Sie kennen meinen Mann nicht. Er wirkt sehr stark und wahrscheinlich kann er ziemlich hart sein, wenn es um Berufliches geht. Aber was Gefühle anlangt, da ist er ganz einfach hilflos. Kein sehr guter Menschenbeobachter. Und jetzt? Wieso können Sie sich jetzt öffentlich zueinander bekennen? Ilse hat für ihren Mann eine neue Bindung gefunden. Mein Mann wird wieder heiraten. Ich bin sehr froh für ihn. Und wie fühlen Sie sich jetzt? Befreit? Es ist, als ob man die Sorge für ein sehr unmündiges Kind los wäre.